Kopf freut mich. Und mich erst. Schauen Sie sich dieses Foto ganz genau an. Es handelt sich um eine ganz gewöhnliche Fotomontage. Das ist wirklich Talent. Du solltest bei Tristans Nachwuchswettbewerb mitmachen. Na, ich weiß nicht. Doch, Bella ist schon echt in Ordnung. Bella? Keine Sorge, wir werden Sie nicht lange belästigen. Aber bevor wir gehen, sagen Sie uns doch, wie kommt dieses Foto auf Ihren Rechner? Liebe Leonie, wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, dass man so schnell nicht aufgeben darf. Es ist ganz normal, Angst zu haben. Ich bin dabei. Nee. Das hast du noch gar nicht mitbekommen. Bella ist Ollis Schwester. Sieh endlich den Tatsachen ins Auge. Bella ist meine Tochter. Meine Tochter, ja. Aber das ist kein Grund, jetzt durchzudrehen. Bella wohnt nebenan. Sie hat nicht die geringste Ahnung, wer ich wirklich bin. Sie ist so ein wunderschönes kleines Mädchen. Wenn du es dir noch mal überlegen willst. Meine Kleine braucht eine Mutter und einen Vater. Du findest ein gutes Zuhause für sie, oder? Dieser Augenblick, das war, als wenn irgendetwas in mir stirbt. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. 27 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit. Aber nicht lang genug. Nicht lang genug. Es hat Jahre gedauert, bis ich nicht mehr jeden Tag an mein Mädchen gedacht habe. Ob es ihr gut geht, ob sie gesund ist. Und jetzt trennen uns zwei Türen. Elisabeth, dein Liebesleben interessiert mich nicht mal ansatzweise. Warum sollte ich mir also Fotos von dir und Ludwig ansehen, geschweige denn sie auf meinem Computer speichern? Weil sie dieses Foto benutzt haben, um diese Fälschung herzustellen. Ach, und warum sollte ich das tun? Damit ich mein Vertrauen in Ludwig verliere? Damit ich den Vorsitz im Gremium abgebe und Sebastian mein Nachfolger wird? Lass mich raten. Das Ganze hier war Anskas Idee? Oh, Tanja, ich bitte dich. Jeder hier weiß doch, dass du alles dafür tun würdest, damit Sebastian endlich mal was zu sagen hat. Sie selbst haben mir nahegelegt, Sebastian den Vorsitz abzudrehen. Weil du dir gerade Pillen einschmeißt und damit unsere Firma wohl kaum aus der Krise führen wirst. Mein Verhalten steht hier überhaupt nicht zur und Diskussion. Doch, das steht es. Denn wenn du anfängst, Ansgar zu vertrauen, dann haben wir beide ein Problem. Ich vertraue Ansgar genauso wenig wie ihn. Aber die Beweislage ist klar. Hier. Das wird den Nachspiel. Ich weiß, dass du es warst. Ja. Dumm nur, dass du es nicht beweisen kannst. Glaub bloß nicht, dass das jetzt zur Gewohnheit wird. Warum hast du eigentlich nicht den Mund gehalten? Du hortest doch sonst jedes Geheimnis, das man nicht zu Geld machen kann. Im Gegensatz zu dir.
Wie hast du es überhaupt geschafft, all die Jahre nicht über Bella zu plappern? Und dann lässt du Olli auch noch in Arnos Sachen wühlen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Arno einen Brief von Bellas Adoptiveltern hat. Wo hat er den denn überhaupt her? Ach, ist doch jetzt egal. Wenn du nicht willst, dass die beiden alles erfahren, dann brauchst du eine Strategie. Du musst es ja wissen. Dir auch noch einen schönen Tag. Clarissa, warte! Was genau wissen die beiden überhaupt? Die Wahrheit. Dass Ollis Vater deine Schwester betrogen hat. Wolfgang und ich, wir haben uns geliebt. Die Frau wurde schwanger und nach der Geburt wurde das Baby zur Adoption freigegeben. Ich wollte nie mehr daran denken, was damals passiert ist. Mein Gott, was habe ich nur getan? Ja, das ist eine kluge Entscheidung. Kluge Frau. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich bin beim Vorentscheid dabei. Yes! Du wirst das Ding rocken. Ja, du musst so den Wettbewerb gewinnen und Larsen Entertainment bringt dich auf die größten Bühnen dieser Welt. Du wirst ein verdammter Star. Süße. Ich meine, wie lange willst du das schon? Auf der Bühne stehen und singen. Singen ja, aber auf der Bühne stehen? Bei dem Gedanken wird mir irgendwie ein bisschen übel. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher, oder? Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ein Leben ohne Musik zu führen. Ich meine, wenn ich singe, dann ist alles richtig. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das jeden Tag machen dürfte und davon leben könnte, dann... Und was hast du gesagt, wer Bellas Mutter ist? Ute Berger. Ute? Aber die ist doch... Seit 10 Jahren tot. Deshalb kann sie auch nicht widersprechen. Und es ist dir einfach so eingefallen? Ach, Lügen kann man lernen. Du tust das Richtige. Die Vergangenheit ist vorbei. Warum sie wieder ausgraben? Ich weiß nicht, ich habe so lange gelogen. Und es stimmt, ja, ich bin dafür nicht gemacht. War ich nie. Du hast es fast 30 Jahre geschafft. Du wirst es auch weiterhin schaffen. Es ist falsch. Na gut, dann erzähl doch deiner Schwester, dass du eine Affäre mit ihrem Mann hattest. Sie wird begeistert sein. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, was ich getan habe. Ich habe mir immer eingeredet, dass ich Olli und Henriette schützen will. Aber jetzt? Bella hat gerade erfahren, dass sie ihr ganzes Leben an eine Lüge geglaubt hat. Vielleicht hilft es ihr zu verstehen. Und vielleicht liegt ja auch eine Chance darin. Eine Zukunft mit deiner Tochter. Ach, hör auf. Was, wenn Olli und Bella nichts mehr mit dir zu tun haben wollen? Ist es dir das wirklich wert? Hier sind die Aufnahmen der Überwachungskamera, die Sie haben wollten. Mhm, danke. So, mein lieber Ansgar, dann wollen wir doch mal sehen, mit wem du so zusammenarbeitest. Wir heute Abend auf der Sitzung. Yes, of course. I'd be delighted. Goodbye. Noch eine Anfrage aus Dubai. Sehr gut. Wenn die Van Gogh-Auktion nächste Woche wie erwartet läuft, dann liegt diese verdammte Krise endlich hinter uns. Ganz schöner Druck, der da auf dir lastet. Bist du sicher, dass du damit klarkommst? Was bleibt mir anderes übrig? Aber eins sage ich euch. Danach mache ich erstmal Urlaub. Das hast du dir dann auch doppelt und dreifach verdient. Mhm. Ohne den Verkauf der Immobiliensparte wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Ich wollte ohnehin mal weniger arbeiten. Hey, wenn die Familie das hier übersteht, dann nur, weil wir zusammenhalten. Mal ehrlich, ich hätte nicht geglaubt, dass wir überhaupt wissen, wie das geht. Ja, und das haben wir allein dir zu verdanken. Ja, du hast uns nicht nur alle in den Hintern getreten, sondern auch selbst das größte Opfer gebracht. Sebastian, ich muss mit dir reden. Du hast was über die Fotomontage herausgefunden. Ja, ich weiß jetzt, wer dafür verantwortlich ist. Mach die Tür zu.
Tanja, deine Frau. Warum sollte sie das tun? Damit du den Gremiumsvorsitz übernimmst. Warum sonst? Elisabeth, das ist Unsinn. Ich will jetzt nur eins von dir wissen. War das eine Riesendummheit, dir zu vertrauen? Hast du davon gewusst? Sag es mir. Dann machst du jetzt also doch mit. Das ist doch super. Und deshalb brauchst du für heute Abend dringend coole Klamotten. Das ist kein Problem. Wie bist du denn so auf der Bühne? Also, ich meine, dein Bühnlich. Ich hatte ja erst einen Auftritt im alten No Limits. Und das auch nur vor Freunden. Und einen am See, wo Marlene und ich dich gehört haben. Du hast wirklich Talent, Leonie. Danke. Aber kein Bühnen. Ich. Das finden wir jetzt. Kommst du mir mit der Vertrauensfrage? Ich dachte wirklich, wir zwei wären inzwischen weiter. Ja, deshalb rede ich ja mit dir. Nein, natürlich wusste ich nichts davon. Gut. Nichts ist gut. Tanja hat damit nichts zu tun. Oh, Sebastian, komm, die Beweise sind eindeutig. Die Beweise sind eindeutig. Die Frage ist doch, wie diese Beweise auf Tanjas Rechner gekommen sind. Ich weiß, du liebst deine Frau und ich Elisabeth, respektiere... Bitte hör auf, ich bin kein liebeskranker Teenager und ich weiß sehr gut, was für eine Art Mensch meine Frau ist. Aber sie hat damit nichts zu tun. Wie auch immer. Diesmal ist Tanja zu weit gegangen. Ich werde heute Abend einen Antrag stellen, sie aus dem Gremium auszuschließen. Bitte? Ja, Sebastian, was erwartest du von mir? Ich habe keine Ahnung, wo Ludwig steckt. Ich weiß gar nicht, ob es meinem Mann gut geht. Wir haben seit Wochen nichts mehr von ihm gehört. Ihm kann, wer weiß, was passiert sein. Und deine Frau nutzt diese Situation schamlos aus, um die Familie und die Firma zu sabotieren. Ich muss handeln. Elisabeth. Entschuldige mich, ich habe zu tun. Immer schlimmer, oder? Schlimmer? Was? Na, ich hau in einer Tür daneben. Hört man doch. Hä? Was? Oder was hast du gerade gemeint? Ich, also, ich mein, dein Outfit, das ist ja schon schick, hm? Du stammelst ja. Ja, und gleich fange ich an zu sabbern. Leo, ich hab's gesagt, du rockst. Den Abend wirst du heute locker wuppen. Ja, aber seit ich diesen Fummel dann hab, kann ich gar nicht mehr klar denken. Das kann ich verstehen. Also, wenn du willst, dann helfe ich dir beim Ausziehen. Ey, also, ich meine, wenn du dich da drin nicht wohlfühlst, dann vielleicht flutscht es besser, wenn du Klamotten anhast, in denen du dich ein bisschen wohler fühlst. Hm? Naja, im Moment hau ich jeden Ton daneben. Und außerdem ist es alles viel zu eng. Leo, ich meine, das... Das ist doch ganz normal. So kurz vor dem Auftritt, da kommt eben das Lampenfieber. Pass auf. Du gehst auf die Bühne und wenn du erstmal da oben bist, dann ist das Lampenfieber weg. Hm? Aber... Okay,
Okay, pass auf. Ich weiß jetzt gerade genau, was du brauchst. Du kümmerst dich darum, dass der Fummel hier nicht mehr kneift. Und ich mach den Rest, ja? Bin gleich wieder da. Ausziehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es kommt so überraschend. Bitte, Charlie, ich muss einfach wissen, was damals passiert ist. Bella hat gerade erst erfahren, dass sie adoptiert wurde. Ihr ganzes Leben steht Kopf. Bitte, Charlie, sag, was du weißt. Ute Berger ist nicht deine Mutter. Ich bin es. Dein Vater und ich, Olli, wir haben uns geliebt. Ich weiß, es war falsch, aber wir waren jung und es gab eine Zeit, da konnten wir nicht ohne einander sein. Und dann wurdest du schwanger. Ja, aber mir war sofort klar, dass ich Henriettes Ehe nicht gefährden will. Und deshalb musste ich weg? Bella, nein. Das müsst ihr doch verstehen. Was, Charlie? Dass du zu feige warst, zu deinem Fehltritt zu stehen? Bella, es tut mir so leid. Ich dachte immer, die Ungewissheit sei das Schlimmste. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Du hast mich einfach nur weggegeben, damit deine kleine Affäre nicht auffliegt. Was bist du noch für ein Mensch? Olli. Oh mein Gott. Hallo, Frau Schneider? Jessica, Sie lungern doch ständig hier rum und feilen sich Ihre Fingernägel. Das stimmt doch gar nicht. Haben Sie vielleicht jemanden in meinem Büro gesehen, der da nicht hingehört? War denn nichts auf der Überwachungskamera? Nein, offenbar liegt das Büro in einem toten Winkel. Oh. Vielen Dank für den qualifizierten Kommentar. Ich feile mir ja sowieso den ganzen Tag nur die Fingernägel. So. Und jetzt bitte keine Spielchen, Tanja. Ich will Wahrheit. Ich hab dir gleich gesagt, dass wir Ansgar im Auge behalten müssen. Ja, das war schon fast ein bisschen zu einfach. Vielleicht hätte Lisbeth früher nicht so viel an ihren Cremetiegeln schnüffeln sollen. Tanja glaubt, dass ich auf ihrer Seite bin. Und bis mir meine Firma wieder ganz alleine gehört, möchte ich es auch dabei belassen. Apropos. Schon gut. Sie bekommen Ihre Anteile an NCL, sobald das Gremium aufgelöst ist. Sie sollten sich beeilen. Nächste Woche ist die Van Gogh-Auktion. Und wenn die nur halb so erfolgreich wird, wie die Fachpresse annimmt, dann ist es mit Ihrer vorgetäuschten Krise vorbei. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Sebastian, hältst du mich im Ernst für so grenzdebil, dass ich solche Beweise auf dem Computer speichern würde? Hast recht. Man kann dir vieles nachsagen. Schlecht durchdachte Intrigen eher nicht. Zu freundlich. Für mich kommt nur einer in Frage. Ansgar? Auf jeden Fall glaubt sie, dass es an ihrem Outfit liegt. Naja. Dabei sieht sie Bombe aus. Ja, klar reden wir mit ihr, aber am Ende muss sie wissen, was sie anziehen will. Entschuldigung, du hast dir so viel Mühe gegeben mit dem Kleid, aber das war einfach nicht ich. Ich habe mich irgendwie ein bisschen verkleidet gefühlt. Ist überhaupt kein Problem. Wir finden schon noch das Richtige für dich. Und ich habe ein richtig gutes Gefühl mit heute Abend. Ich glaube echt, ich könnte das packen. Na klar packst du das. Wenn ich es in diesem Wettbewerb schaffe. Wer weiß, stellt euch das mal vor, vielleicht bekomme ich dann irgendwann einen Plattenvertrag. Freust du dich gar nicht, dass ich mich mit Charlie so gut verstehe? Klar freue ich mich. Ich habe nur keine Ahnung, dass sie schon wieder zurück ist. Dann gleich das volle Programm. Käsespätzlein, Ausflug an den See. Charlie ist echt cool.
Ich freue mich auch wirklich, dass ihr euch so gut versteht. Dass sie dann allerdings so kurzfristig abgehauen ist, das fand ich schon ein bisschen schräg. Charlie macht nie Urlaub. Der brannte wahrscheinlich einfach die liegen gebliebene Arbeit unter den Nägeln. Können wir sie nicht mal zum Essen einladen? Ich meine, es wäre doch wirklich schön, wenn wir uns ein bisschen besser kennenlernen würden. Ja, das wäre eine schöne Idee. Du, wir haben die Milch vergessen, oder? Ja. Ich hole noch welche. Danke. Bis gleich. Komm schon, Olli. Jetzt platzt du gleich noch. Ja, das beweist es doch. Erst lügt Charlie mir vor, dass ich keine Schwester habe. Dann taucht sie plötzlich unter, als wäre der Geheimdienst hinter ihr her. Und jetzt kommt sie zurück und meldet sich nicht. Wahrscheinlich gibt's dafür eine ganz harmlose Erklärung. Die da wäre? Vielleicht ist wirklich der Geheimdienst hinter ihr her. Das ist nicht witzig. Unter normalen Umständen würde ich dir sofort zustimmen, dass Ansgar seine Finger im Spiel hat. Er will die Firma für sich allein, daran wird sich nie was ändern. Aber die Bank ist doch pleite. Er ist auf unsere finanzielle Unterstützung angewiesen, sonst kann er seinen Laden dicht machen. Und er ist der Letzte, dem ein öffentlicher Skandal zurzeit in die Hände spielt. Wer war es denn dann, Sebastian? Helena, Rebecca, vielleicht auch Hagen? Natürlich war es keiner von denen. Aber warum sollte ausgerechnet Ansgar dich ins Ausschießen wollen? Ich übernehme gern das Denken für dich. Ich bitte darum. Er wollte von sich ablenken. Und er brauchte jemanden, dem die Familie das zutraut. Gut. Dann nehmen wir mal an, er hat dieses Foto gefälscht. Warum macht er das? Damit Elisabeth den Vorsitz aufgibt? Hätte doch fast geklappt. Sie konnte sich nur noch mit Pillen über Wasser halten. Aber dann findet sie heraus, dass das Foto eine Fälschung ist und er braucht ganz schnell einen Schuldigen. Ja. Wir haben aber keine Beweise dafür. Die Gremiumssitzung fängt an. Tanja, das könnte jetzt unschön werden. Elisabeth braucht ein einstimmiges Votum, um dich aus dem Gremium zu werfen. Aber meine Stimme wird sie niemals bekommen. Wenn ihr uns heute überzeugt, dann seid ihr beim Talentwettbewerb dabei und habt die Chance auf einen Plattenvertrag mit Lahnstein Entertainment. Also, viel Glück. I don't care what people say. Guck mal da, die kleine Schnecke. Singt bestimmt ein voll süßes Lied, das sie für ein voll süßes Freund geschrieben hat. Jetzt pass mal gut auf. Der voll süße Freund poliert dir gleich dein Fressgeschirr. Hm? Und ich frag mich, wie es sich ohne Schneidezähne so singt. Arschloch. Du musst dich da von so einem Spacko nicht verunsichern lassen, oder? Naja, wenn die alle so taub und blind durch ihre Songs taumeln, dann knallt Leo die Locke weg. Ja, mit links. Schließlich hat meine Schwester ihr geholfen. Sag bloß, du hast jetzt ein Protégé. Ist wohl doch nicht so leicht, so ganz ohne eigene Bühnenkarriere. Tristan, können wir vielleicht wie normal... Entschuldige mich, ich hab zu tun. Schon mal dran gedacht, ihm Papa und seine Kettensäge auf den Hals zu hetzen? Ich hoffe nur, dass er Leonie nicht rauswirft, nur mir eins reinzurücken. Jedes Mal, wenn ich in ein Flugzeug gestiegen bin, dann hat mein Herz gehämmert wie wild. Aber das war keine Angst, sondern es war mein Körper, der sich auf ein Abenteuer vorbereitet hat. Der hat Adrenalin und Sauerstoff durch meine Bahnen gepumpt. Damit ich einfach aufmerksamer bin und schneller reagieren kann. Hm? Und das hier, das ist jetzt dein Abenteuer. Hm? Jetzt kannst du fliegen. Ich meine, deine Stimme, die ist wie Honig. Ja, ganz klar und weich. Wenn ich Emilio erzähle, was du für einen Kitsch verbreitest. Dann wird er genau das Gleiche sagen. Und dich und Opa wäre ich jetzt gar nicht hier. Nummer 15? Das bist du. Was für ein Zufall. Zu dir wollte ich gerade. Olli. Ja, ich wollte auch schon bei euch vorbeikommen. Die Urlaubstage haben mir gut getan. Ja, Bella hast du ja schon kennengelernt. Ja. Willst du nicht wissen, wie ich sie gefunden habe? Doch, aber ich habe... Du hattest mich ja gebeten, Arnos Nachlass zu sortieren. Da war ein Brief drin von Bellas Adoptiveltern, an Clarissa. Clarissa heißt das? Charlie, können wir jetzt aufhören mit dem Theater? Du
Du wusstest die ganze Zeit, dass sie meine Halbschwester ist. Und du wusstest immer, dass Clarissa das organisiert hat. Es tut mir Warum leid. Hast du mich die ganze Zeit angelogen? Du hast immer gewusst, dass mein Vater eine Affäre hatte und dass diese Frau ein Kind von ihm bekommen hat. Ja. Warum hast du mir da nie was gesagt? Und warum hast du gelogen, als Arno mir diesen Brief geschrieben hat? Ich wusste, dass Papa uns niemals im Stich gelassen hätte. Ich hätte niemals an deinem Vater zweifeln dürfen. Aber ich... Ja, für die Tagesordnung, Tristan und Kim sind entschuldigt und ich werde diese Sitzung nicht eröffnen, solange die Frau im Raum ist. Gibt es einen Ausknopf für das Drama? Um Tanja aus dem Gremium auszuschließen, benötigst du Einstimmigkeit. Meine Stimme wirst du nicht bekommen. Tja, vielleicht steht dein Platz im Gremium auch zur Disposition. Sollten wir uns nicht alle erstmal beruhigen? Das Problem ist nur, dass die Beweise leider ziemlich eindeutig sind. Sorry, Sebastian. Ach, ihr könnt doch nicht so dumm sein und auf Ansgars lächerliche Spielchen reinfallen. Also, es trifft mich wirklich tief, dass du so von mir denkst. Vielleicht schließt du mal wieder von dir auf andere. Keiner glaubt dir an ihre Unschuld, Tanja. Ja, weil ihr Spatzenhirn überhaupt gar keinen Grips im Kopf habt. Wie konntest du Papa so etwas anhängen? Ich stelle den Antrag, Tanja von Lahnstein aus dem Gremium auszuschließen. Das ist so dämlich. Ich glaube, was denn? Ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Willst du einen Tee? Ich will wissen, warum du gelogen hast. Olli, glaubst du vielleicht, das hätte mir Spaß gemacht oder ich hätte es mir leicht gemacht? Henriette ist meine Schwester. Wir waren zwar nicht immer einer Meinung, dazu sind wir auch viel zu verschieden, aber sie ist meine Schwester. Aber? Bellas Mutter hat sich von deinem Vater getrennt, als ich schwanger wurde. Die Geschichte war zu Ende, also was hätte es gebracht, wenn ich noch gesagt hätte, was ich weiß? Es wäre die Wahrheit gewesen. Ja, und das Ende eurer Familie. Olli, du kennst deine Mutter. Sie hätte es ihm nie verziehen. Sie hätte sich sofort scheiden lassen. Aber warum hast du nichts gesagt, dass Arno diesen Brief geschrieben hat? Papa ist schon ewig tot. Ja, aber deine Mutter nicht. Ich wollte nicht, dass sie es so erfährt. Das heißt, du wolltest mir für den Rest meines Lebens vorenthalten, dass ich eine Schwester habe? Nein, Olli. Aber das ging mir einfach alles zu schnell. Ich musste erst mal einen klaren Kopf bekommen. Und deshalb bin ich weggefahren. Okay. Es war wirklich ziemlich viel in letzter Zeit für dich. Annos Tod, dann diese Geschichte. Olli, sei mir nicht böse, aber ich muss jetzt wirklich ins Schneiders. Da wartet ein Berg Arbeit auf mich. Klar. Willst du heute Abend vielleicht noch mal bei uns vorbeikommen? Dann können wir in Ruhe reden. Du, sehr gerne. Aber du weißt doch, nach 3 Wochen. Ein andermal gern. Okay. Startnummer 15, Leonie Richter. Und, wie geht's ihr? Sie ist ein bisschen nervös, aber das packt sie mit links. Ja, sind eh nur Vollpfosten am Start. Das wird kein Problem sein. Aussehende Schnecke! Dieses blöde Geschenk. Komm. Das ist das Letzte, was Leo jetzt noch helfen würde. Schnecke, wir hören gar nichts. Ah. Deeskalation. Guck, das ist mir so völlig egal, wie man das nennt. Ich bin doch niemand, der sich verkriecht, wenn es eng wird. Kannst du mich vielleicht mal loslassen? Nein. Es war so klar, dass du nicht hinter mir stehst. Natürlich tue ich das. Aber willst du dich jetzt endlich beruhigen oder dich aufführen wie eine hysterische Furie? Ich bin nicht hysterisch.
Wir haben doch zurzeit schon genug Chaos im Gremium durch den Druck von außen. Wir brauchen jetzt nicht auch noch Druck von innen. Ja, wir können Ansgar nichts nachweisen, leider. Und deshalb ist die beste Lösung jetzt ein strategischer Rückzug. Soll heißen? Dass du schon ein paar Tage früher nach New York abreisen wirst. Nein. Für das dortige LCL-Büro ist das nur gut. Ich versteck mich doch hier nicht vor einer Kosmetikerin, die sich aufführt wie ein größenwahnsinniger römischer Kaiser. Und ob du das tun wirst. Tanja, wenn du jetzt hier bleibst, dann eskaliert die Situation und das Gremium wird handlungsunfähig. Gib mir deine Stimme, bis du wieder da bist. Und ich sorge dafür, dass hier nichts entschieden wird, was für dich von Nachteil ist. Aber wir müssen jetzt das Gremium schützen. Oh, kleine Maus. Was ist denn los? Keine Notoren rausgekriegt? Die Bühne ist eben nichts für Weichler. Du musst es ja wissen, ne? Ich habe überhaupt keinen Ton rausgekriegt. Ja, Da kam gar nichts. Ich hatte nicht mal mehr Luft. Ist nicht so schlimm. Als ich mit meinem Flugzeug abgestürzt bin, ich habe x Anläufe gebraucht, ehe ich wieder überhaupt mich in irgendein Flugzeug reingehe. Hast du mir zugehört? Ich habe gerade eben keinen Ton rausgekriegt. Dann eben beim nächsten Mal. Es wird kein nächstes Mal geben. Ich habe es probiert, okay? Aber ich pack das nicht. Schön. Können wir endlich mit der Sitzung beginnen. Erster Punkt der Tagesordnung, die Frage, ob wir Tanja von Lahnstein aus dem Gremium ausschließen. Ich habe Tanja nicht weggeschickt, damit ihr jetzt in aller Ruhe über sie herfallen könnt. Sebastian, wir wissen alle, dass du deine Frau liebst, aber... Die Beweise sind nun einfach mal da. Merkt ihr eigentlich nicht, was hier gerade passiert? Wir sind bis jetzt durch die Krise gekommen, weil wir zusammengehalten haben. Wenn wir jetzt damit aufhören, dann gibt es dieses Gremium bald nicht mehr. Oder die Firma. Die Familie. Ich habe meine Immobiliensparte verkauft, um der Bank zusätzliches Kapital zur Verfügung zu stellen. Ich habe es nicht gerne gemacht, aber es war nötig für die Familie. Und wenn ich euch jetzt sage, dass Tanja damit nichts zu tun hat, dann sollte das eigentlich reichen. Tanja ist nicht das einzige Mitglied dieser Familie, das nicht immer nach den Regeln spielt. Seltsam. Irgendwie habe ich geahnt, dass du früher oder später auf diesen Punkt kommen würdest. Sebastian! Die Fotos waren auf Tanjas Rechner. Tanja ist der einzige Mensch, der so vernünftig ist, sich an dieser Stelle aus der Gleichung zu nehmen, damit das Gremium handlungsfähig bleibt. Sie reist doch heute nach New York ab, damit endlich alle begreifen, dass sie genau dasselbe will wie wir alle. Diese Firma retten. Die Frage ist nur, ob jeder von uns bereit wäre, so ein Opfer zu bringen. Letzte Woche ist ja überhaupt kein Bordeaux geliefert worden. Hatte ich vergessen, ist aber bereits bestellt. Was genau haben Sie eigentlich gemacht, während ich weg war? Ich habe versucht, Sie so gut es geht zu vertreten. Ja, scheint ja super geklappt zu haben. Aber wir hatten schon jeden Tag geöffnet, oder? Tisch 4. Das muss ja ein toller Urlaub gewesen sein. Charlie? Hi. Oh, das ist ja eine nette Überraschung. Ja, wir wissen, Sie haben viel zu tun, aber Olli erzählte mir von Ihrem legendären Mousse-Schokolade. Und da dachten wir überraschen dich, lassen uns ein bisschen verwöhnen. Ja. Ihr könnt euch dabei besser kennenlernen, reden. Ja, das ist eine schöne Idee, aber die Arbeit... Charlie, jeder braucht mal eine Pause, auch wenn er gerade erst ein paar Wochen verschollen war. Es wäre wirklich schön, wenn Sie mit uns essen würden. Setzt euch rüber und esst, was ihr mögt. Aber Sie müssen verstehen, ich war jetzt... Ihr seid so förmlich. Charlie, Bella, Bella, Charlie. Leute, wir sind eine Familie.
Ach, Gräfin. Die kleine Emma wartet übrigens bereits draußen mit dem Kindermädchen. Ja, danke. Hannes ist doch bestimmt schon total aufgeregt, dass er mit darf nach New York, oder? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es nicht leiden kann, wenn du vom Thema ablenkst? Ja, aber es wirkt fast immer. Vertrau mir, in ein paar Wochen, da sieht das alles wieder ganz anders aus hier. Ja, du kannst mit deiner Familie ruhig Ringelpiez mit anfassen spielen. Wenn ich wieder da bin, dann sitze ich im Gremium. Darum machen wir das alles hier. Ich werde dich vermissen. Gut, das solltest du auch. Du bist so eine Romantikerin. Ich... Du musst los. Ja, ja. Ach ja, da geht ihm doch direkt das Herz auf. Und das, nachdem du Tanja nur wegorganisiert hast, damit du selbst nicht aus dem Gremium fliegst. Dann noch dieser bewegende Appell. Wirklich, ich bin beeindruckt. Ich habe jedes einzelne Wort so gemeint. Ich weiß, dass du für diese Fälschung verantwortlich bist. Oh mein Gott, ich bin aufgeflogen. Ich hoffe natürlich, dass du irgendwelche Beweise für diese gewagte These hast. Und ich hoffe, dir ist klar, dass du dir einen Feind gemacht hast. Hab ich das? Ja, das hast du. Ich werde dich ab jetzt keine Sekunde aus den Augen lassen. Ich werde an dir kleben wie die Fliege an einem Haufen Scheiße. Dann wünsche ich viel Spaß dabei. Und immer schön die Nase in den Wind. Irgendwann machst du deinen Fehler. Wenn ich gewusst hätte, dass das dein Restaurant ist, in dem ich mit meinem Vater war. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Euch geschmeckt. Euch geschmeckt. Ist alles okay bei dir? Ach, du bist doch selbst Gastronom. Du weißt, wie viel in 3 Wochen liegen bleibt. Dass des Schneiders noch steht, das grenzt sowieso an ein Wunder. In dieses Mousse au Chocolat könnte ich mich reinlegen. Das ist witzig. Charlie sagt das auch immer, und zwar genau so. Sie sind also Schneiderin. Ich meine Schreinerin. Und du bist? Du bist Schneiderin, ja? Schreinerin. Schreinerin. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich würde dich heute gerne noch was anderes fragen. Diese Clarissa hat uns ja erzählt, dass meine Mutter eine Freundin von euch beiden war. Aber ehrlich gesagt, ich traue ihr einfach nicht. Und dabei wüsste ich so gerne, was für ein Mensch sie war. Kannst du mir nicht mehr über meine leibliche Mutter erzählen? Bitte.